Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Liebenden, an diesem Donnerstag. Oh, wir sind die Störche unterwegs. In der Tagesenergie vom Kollektiv. Also, hier macht sich eine Veränderung auf dem Weg. Eine Veränderung in Sachen Gefühlsleben oder Finanzen. Fische, die stehen ja bekanntlich auch für beides. Auf jeden Fall Stabilität. Damit die Mäuse da nicht länger dran knabbern können. Konflikte, Streitereien mit den Routen. Ja, es ist natürlich so, besonders wenn das Gefühlsleben etwas sehr instabil ist, aber natürlich auch das Finanzielle ein Streitthema ist, weil vielleicht einfach nicht genug vorhanden. Gefühlstechnisch natürlich genau dasselbe, nagt es natürlich, sorgt für Konflikte, sorgt auch für Schockmomente, wenn ich den Sarg hier anschaue, auch für Gefahr, natürlich auch für Gefahr des Verlustes. Ja, und wenn dich etwas belastet, mein lieber Seelenmensch, und du frisst das so in dich hinein, dann kann das auch dafür sorgen, dass dann eben Streitereien mit dem Partner entstehen. So, und hier möchte aber gerne der Mangel rausgehen, die Konflikte rausgehen, Schock, Gefahr, also wirklich schwerer Kummer, Depression und in Liebe gewandelt werden. Fress die Sachen nicht in dich hinein. Lass da vielleicht sogar mal jemanden drüber schauen mit dem Fuchs. Sei clever. Es gibt immer eine Lösung. Und wenn man sich eine dritte Person ins Boot holt, ja, es fällt mir gerade ein, Schuldenberatung, mir fällt ein, ja, Therapeut zum Beispiel, gerade wenn es um das Seelenleben geht, ist eine dritte Person wirklich hilfreich. Eine dritte außenstehende Person. Hier fällt noch das Schiff raus. Also hier machen sich auf jeden Fall gute Nachrichten. Oder gute Nachrichten sind schon auf dem Weg. Aber das Schiff, das Siegelschiff ist natürlich langsam unterwegs. Ne? Je nachdem, wie viel Fahrtwind das Bötchen kriegt, umso schneller kann es natürlich vorwärts gehen. Nichtsdestotrotz ist es hier ein Mangel, der eben auf Dauer dafür sorgt, dass hier ein Abschied vonstatten geht. Und das soll natürlich nicht passieren, sondern hier soll wieder eine stabile Verbindung entstehen und die Wolken sollen raus.